teilen Sie heute unsere Erfahrungen im Bereich Social Media und überzeugen sich vom notwendigen Engagement darin. Im Gespräch mit Versicherungsmaklern ist erkennbar, dass die wenigsten überhaupt wissen, um was es sich bei Social Media handelt. Und hier liegen die riesigen Chancen für jeden, der die Möglichkeiten zu nutzen versteht und jetzt in den Vertrieb mit Social Media einsteigt. Nur die ganz wenigen, die jetzt schon die Auswirkungen auf das Versicherungsgeschäft der Zukunft erkennen, können diejenigen sein, die Erfolge auch im großen Stil haben. Machen Sie sich die Freude und nutzen Sie Ihre Chance, die bald sonst andere genutzt haben werden. Momentan fühlen Sie sich als Versicherungsmakler bestimmt noch ganz sicher in Ihrem Bestand. Es werden bestimmt immer noch die klassischen Empfehlungen ausgesprochen. Die Aushöhlung Ihres Vertriebs ist ein schleichender Prozess. Und wenn Sie negative Veränderungen bemerken, haben Sie bereits Tausende von Euro an Neu- und Bestandsgeschäft verloren. Bis hin zur Existenzbedrohung. Die Angriffe auf Ihren Kundenbestand haben über das Internet bereits begonnen. Und das gerade bei Ihrer bevorzugten Zielgruppe, den jungen Menschen. Diese jungen Menschen fehlen übrigens auch im Vertriebsnachwuchs. Daher ist es doppelt wichtig, Ihren Vertrieb virtuell zu unterstützen. Die Unkenntnis von Versicherungsmaklern auf dem Gebiet Social Media ist riesengroß. Von Facebook weiß man nur etwas von der Preisgabe persönlicher Daten oder von Datenklau. Bei YouTube soll wohl nur Musik und Klamauk zu sehen sein. Und von Twitter weiß man in der Regel gar nichts. Neue Kunden zu gewinnen ist eine ständige Übung mit allen verfügbaren legalen Mitteln. Ich kenne Makler, die kündigen ihre Makler-Homepage wegen Erfolgslosigkeit und haben weder E-Mail noch Internetadresse auf ihrem Briefpapier gedruckt. Und dann beschweren sie sich, weil das Internet kein Geschäft abwirft. Aber sie nutzen ihre Chancen nicht. Bisher konnte mir noch kein Versicherungsmakler genau sagen, wofür ihn überhaupt die Vorteile in der Nutzung der sozialen Netzwerke liegen. Also hat der die besten Chancen, der sich zuerst intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Fakt ist, dass sich Millionen von Menschen über die sozialen Medien austauschen, sie bewerten und sie empfehlen. Versicherungsmakler spielen da momentan noch überhaupt keine nennenswerte Rolle. Wollen Sie als Versicherungsmakler auch in Zukunft erfolgreich sein, werden Sie die Klaviatur der sozialen Netzwerke ebenso beherrschen müssen wie Autofahren. Oder Sie werden einen Partner brauchen, der das notwendige Fachwissen besitzt, es aktualisiert, erweitert und die Arbeit für Sie erledigt. Mittlerweile sind weltweit über 700 Millionen Menschen Mitglied bei Facebook. YouTube ist nach Google die zweitgrößte Suchmaschine überhaupt. So viele Menschen sind eine riesige Marktmacht, die beworben werden will. Als wir vor 2,5 Jahren das erste Versicherungsvideo bei YouTube hochluden, war es unter dem Begriff Versicherungsmakler das 12. Video überhaupt. Heute sind es schon über 500. Eines unserer Videos mit dem Titel Versicherungsmakler bringen Geld ins Sparschwein wurde bereits 3680 Mal angeklickt. Wenn ich für jeden Klick 5 Euro hätte zahlen müssen, hätte es mich fast 20.000 Euro gekostet. Das wäre mehr Geld, als alle unsere 50 Videos zusammengekostet haben. Spätestens jetzt muss sich doch jeder Versicherungsmakler sagen, dass es höchste Zeit ist, auch über die sozialen Medien neue Kunden zu gewinnen. Auf jeden Fall ist es zwingend erforderlich, seinen Kundenstamm über diesen Weg an sich zu binden. Es besteht die akute Gefahr, das Geschäft wieder den professionellen Lead-Anbietern zu überlassen, die schon vor 10 Jahren auf den Markt drängten, als man die Chance bei den Suchmaschinen versäumte und der jetzt ein Milliardenmarkt geworden ist. Auch Sie haben bereits mehrere dieser Leads gekauft. Damals hörte ich von Versicherungsmaklern den Spruch, wer geht schon wegen Versicherungen ins Internet? Sehen Sie hier eine Studie zu Versicherungen vom 2. Februar 1998. Damals hat man mutig prognostiziert, dass der Anteil des Internetvertriebs von knapp 1% auf über 10% zulegen würde.
Wie der Bundesverband Informationswirtschaft Bitkom 2011 in einer Studie feststellte, haben bereits 2 Millionen Menschen eine Versicherung über das Internet abgeschlossen. Aber die Anzahl derer, bei denen der Kundenkontakt über das Internet hergestellt wurde, ist um ein Vielfaches größer und wächst immer weiter. Wir programmieren gerade ein spezielles Versicherungsmakler-App für Smartphones. Diese kleinen Hochleistungsterminals werden die Kommunikation ein weiteres Mal revolutionieren. Zukünftig wird jeder Versicherungsmakler sein eigenes App besitzen und es individualisiert an seine Kunden weitergeben. Das ist Kundenbindung vom Feinsten. Außerdem kann der Makler diese App auch an jeden weitergeben und es individuell freischalten, den er als Kunden gewinnen möchte. So wird er über die sozialen Medien auch neue Kunden generieren. Und zwar aus Ihrer Zielgruppe, den jungen Menschen. Damit aber ein Versicherungsmakler-App auch erfolgreich eingesetzt werden kann, muss man sich mit den sozialen Medien auch auskennen und sie anwenden können. Und da kann ich Ihnen helfen. Lassen Sie uns diesen Weg Social Media für Versicherungsmakler gemeinsam gehen. Gerne stehe ich Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. Jetzt sage ich auf Wiedersehen und hoffe, bis gleich.